für die Niners, die er jetzt hatte. Wahnsinnssache nochmal. Gratulation an Jonas heute als Mann und erste Fischspiel. Am 18.10.2014, mit gerade mal 17 Jahren, hat er sein Debüt gegeben im Heimspiel gegen Heidelberg. Und inzwischen stand er, der Vater hat das Parlament nonstop zusammengerechnet. 3 Tage und 23 Stunden und 28 Minuten für die Niners auf dem Feld. Das ist unser Captain, Jonas Richter. Punkte, 1185 Rebounds, 365 Assists, 181 Steals und 86 Blocks. Leute, kommt noch eine Menge dazu. Wir freuen uns auf dieses Spiel. Gleich geht's los. Chemnitz gegen Stargard, der 5. Spieltag. Mit der Null, Brandon!
zwei. Schön!
So, und selbstverständlich steht die Messe bis zum ersten Korb der Miners. Alles steht für Clemens. Thank you.
First personnel, number 5, Jens van Dijk. Zweite Impfung für uns gestern. Mit dem Wechsel ins zweite Spiel. Jonas Richter und Tyler Hamwell. Thank you.
Ball spielt an Kevin Bebo, die 7, Sebastian Komanci. Erstes Foul. Defense!
Stargard gibt Gas, Chemnitz gibt Gas und eins ist ganz klar. Chemnitz kann mit dem fünften Sieg im fünften Spiel heute sicher den ersten Platz klar machen in dieser Tabelle. Und Stargard müssen gewinnen, unbedingt gewinnen, um ihren mehreren dritten Sieg zu holen, um in diesem Wettbewerb zu bleiben. Also für Stargard geht es ums Drinbleiben, für Chemnitz geht es darum, diesen ersten Platz zu halten, zu sichern. Und ihr könnt mithelfen. Chemnitz gegen Stargard, die zweiten 10. Auf geht's!
Und natürlich stehen die Messe für die Niners. Zweites Viertel auf X. Alles steht für Gambits. Alles gegen für Gambits, komm!
Meter, die 16. Der Polen mit zweiten Frau, zwei Würfel von Usman Kobani. Thank you.
für uns. Führung für die Niners. Auszeit. Stardust. Das zweite Viertel, immens wichtiges Spiel. Wir wollen den Gruppensieg. Wir wollen den fünften Sieg im fünften Spiel. Und auf den zweiten Minuten. Auf geht's, Chemnitz Niners. Thank you.
wir in diesem zweiten Viertel immens wichtiges Spiel. Wir wollen den Gruppensieg. Chemnitz führt mit 5 und die Messe steht für die Niners. Nice.
nach 50 Sekunden noch im zweiten Viertel Chemnitz im Angriff.
Kämpfe für unsere 53.
Spiel. Wechsel vollzogen. Die
Helden auf die 17, kommt der Führung für Chemnitz. Zurück für die Niners, Jonas Richter und Elie Ukwan. Die Fans!
Každý z Bundesliga, Sebastian Kovačík, zwei Würfe, DeAndre Netzer.
wir nutzen die Pause nochmal. Der Hinweis, Vereinsheldin des Lobs mit der Sparkasse Chemnitz. Die Niners sind zweimal nominiert, Jens Künze und auch die Clubbers. Es geht um 2500 Euro. Macht mit, einfach abstimmen unter vereinsheld-gesucht.de. 2500 Euro. Jens Künze und die Clubbers. Gebt eure Stimme ab vom 13. bis 27. November. So, jetzt zurück ans Spiel, das letzte Viertel. Es steht an. Es sieht gut aus, wir führen mit 25, aber wir wollen das Ding klar machen heute. Wir wollen diesen ersten Platz zementieren und wir wollen gemeinsam nochmal alle klatschen für die Niners. Einstimmen auf die letzten 10. Auf geht's, Chemnitz. Wo sind die Hände? Alle Hände! Thank you.
Amberbretter, Foulspiel, das vierte für die 16 von Vunja Stargardt. Foul beim 3-Punkt-Hoch an Usman Kobani, 3 Würfe, Niners. Thank you.
eine Minute noch. 31 Punkte für die Niners. Mittwochabend ist in Chemnitz, 2.500 Fans hier, wunderbare Stimmung und Chemnitz liefert sowas von ab. Die Niners, ein riesen Beifall für dieses Team. Und wir wollen jetzt einen zumachen. Auf geht's, Chemnitz Niners! Thank you.
Returning Gregory, as this fire flows on guards, Tyrover Stargards. Thank you.
Das war der fünfte Spieltag der FIBA, des FIBA Europe Cup. Und Chemnitz macht erstens den 12. Sieg in Folge in dieser Saison der Welt. Holt sich den 5. Sieg im Europe Cup und ist Erster in der Gruppe A. Eine unfassbare Leistung dieser Mannschaft, eine unfassbare Leistung dieses Vereins, dieses Trainers Rodrigo Pastore und das ganze Team. Alles passt im Moment zusammen. Das sind die Chemnitz Niners. Schon am Freitag das Ostderby gegen die Seahawks aus Rostock. 20 Uhr am 17.11. und nächste Woche dann das letzte Spiel FIBA Europe Cup der Vorrunde Gruppe A. Mittwoch, 22.11. gegen Den Bosch. Wir danken allen Fans fürs Kommen heute in die Messe Chemnitz. Über 200.000 in der deutschen Geschichte. So geht's wieder. Am Freitag zum Ostderby.